Willkommen zurück zu einer Folge Backen Keys. In der Folge schieben wir im Hühnchen oben Arsch, aber in dieser Folge müssen wir uns auch etwas beeilen. Ja, willkommen zurück zu einer Folge hier von Clash of Clans. Ich stelle euch mal wieder einen Clankrieg vor in Speed, aus propagandatechnischen Gründen halt, und, jo, ach ja, genau, hier, ich wollte auch noch hier mit meiner Elixiermenge angeben. Klar, tja, das nennt man halt Skill. Na gut, das ändert sich halt, aber gleich muss ich hier noch, ja, Pekka macht gerade auf 3, ich werde hier als nächstes Mauerbrecher, Healer. Ja, komm, ich mach Wutzauber, dann ist der Wutzauber Max, dann brennt er so schön. Na gut, hier, der Clankrieg, den können wir jetzt gewonnen betrachten. Das wurde auch schon auf dem, ja, in der Clanbeschreibung hier umgeändert. So, und wie gesagt, wir müssen uns beeilen. Ich werde nachher nämlich zum, also meine Familie wurde hier gerade von meinem Onkel zum Essen eingeladen. Aus, ja, Also, hier, beginnen wir erstmal mit der Nummer 6, dem Boss. Der hat hier die Nummer 1 angegriffen. Das war auch der Einzige, der sie angegriffen hatte. Und dafür, dass die Nummer 6 ist, dafür, dass der TH7 ist und dafür, dass er einen TH10 angegriffen hat, hat er saubere Sachen geleistet. Also, niemand von uns hätte das so sauber hinbekommen, weil wir alle wären mit einer Sturmtrupparmee, hätten versucht, in die Mitte zu gehen. Und er hat die Nummer stattdessen auf die breite Front angegriffen. Und wie wir hier sehen, hätte das auch funktioniert, hätte er nicht seine komplette breite Front auf 4 verlagert, so hätte sie dann auch noch hier unten hin, ja, egal, ich werde euch jetzt nicht spoilern. Aber hätte er es etwas anders gemacht, hätte er es mit den Truppen tatsächlich noch geschafft, hier einen 1-Stern zu bekommen. Also wir sehen, der ist sehr unterlevelt, aber trotzdem für einen TH7er saubere Leistung. Also wie gesagt, niemand von uns, weder Gabelhelm, noch Jan, noch Dennis, noch ich, hätten es so gut hinbekommen wie er, einfach nur, weil wir es auf einer komplett anderen Art versucht hätten. Schade. Also, ja, auf jeden Fall, das ist schon mal der erste Kriegsheld, der sich hier zeigt. Hier jetzt der nächste, das ist der Dennis. Der hatte bei diesem Angriff hier sowohl den Gabelhelm als auch den Jan übertrumpft. Jo, weil er es auf eine andere Art angegangen ist. Also, der Gabelhelm, der nutzt ja grundsätzlich immer Dralun. Und der Jan nutzt hier immer Go Wipe, so wie der Dennis. Nur ist der Jan, und das sogar auf meine Empfehlung, genau, also hat der Dennis auch irgendwie nicht übertrumpft. Der Jan ist auf meine Empfehlung hin hier unten entlang gegangen, während der Dennis hier oben entlang gegangen ist. Und das war der entscheidende Unterschied. Der Jan hat dazu noch so Probleme gehabt, überhaupt den 1-Stern zu bekommen. Dennis hat hier locker easy den 2-Star bekommen. Also, ja, in letzter Zeit, muss ich jetzt irgendwie zugeben, schafft der Dennis Jans Nummer irgendwie besser als der Jan. Und der Dennis schafft die Nummer vom Jan auch besser als seine eigene. Na gut, hier die Nummer 3, locker 3-Star von meiner. Der wollte mich hier wahrscheinlich holen. Der wollte hier wahrscheinlich noch am Tag des Kampfes, wollte hier noch seine Base umändern, gerade in letzter Sekunde. Aber er zerpeilt. Ja, oder ist einfach nur ein strategischer Noob. Aber gut, man sieht hier schon, das wetzt eigentlich. Das hätte auch genauso gut... Ne, also mit Bartram hat er nicht durchgekommen. Das könnte auch genauso gut eine Trollbase sein, deren Ziel ist es dafür zu sagen, dass alle Angriffe von hier ausgehen. Well, von dieser Seite aus, ja nee, ja doch, dass alle Angriffe von der Seite ausgehen, dass die mit den Gebäuden hier beschäftigt sind, während die Seite hier dann komplett offen steht und angreift. Na, kann auch genauso gut eine Trollbase sein, ich weiß jetzt nicht den psychischen Hintergrund dahinter. Na gut, egal, so, dann, ich muss mich hier beeilen, so, gehen wir zum anderen 4 weiter. Der hat da Gabriel im locker easy getreestart, wie auch sonst. Und hier seht ihr jetzt wieder die epischste Angriffsart, die es gibt, nämlich einen Loon-Angriff. 24 Maxed Loons. Das ist die Luftarmada, sag ich euch. Also, ich liebe hier insgesamt die Loon-Angriffe. Da guckt euch das an, in so einer breiten Front. Das easy treestar wird war klar, aber er hat es wenigstens noch zu einem epischen easy treestar gemacht. Hätte ja auch noch die Queen. Ach ja, genau, ich werde jetzt noch gerade meine Deathmaxen, abgesehen von den, wie heißen die hier nochmal? Genau, abgesehen von den Fallen, und dann gehe ich auch hoch. So, und bis dann werde ich auch noch so viel machen an Verteidigung wie irgend möglich. Also hier gucken, da hat der Jan die 5 gemacht. Der Jan hat ziemlich Mist gebaut, dass er diese Nummer angegriffen hat. Also hat er lieber die 1 versuchen sollen, denn das hier wurde schon von dem Manny gemacht. Der Manny hat ja auch sein Kriegsheldtum bewiesen. Der Manny hat es geschafft, die Nummer hier zu starten. Klar, das ist seine eigene Nummer, also von da sollte man sich denken, jo, ist nichts Besonderes. Aber der Manny ist extrem unterlevelt und er hat noch keine Golems. Der Manny hat das hier mit Riesen, 3 Packers, nee, ohne Riesen, nur die 3 Packers und Level 3 Magiern hat er hier den 2-Star geschafft. Also das 2-Star hing hier wirklich am Silberfaden. Hier war ein Magier und der hat es in letzter Sekunde geschafft, hier das Rathaus zu zerstören, bevor der Minenwerfer ihm den Chaos machte. Und das, liebe Leute, war ein Angriff, der könnte ein Hänsel- und Gretel-Märchen sein. Also, das ist ehrlich gesagt lieber, als hätte ihn so locker easy getreestart, wie der Jan es hier getan hat. Also, hier der Boss halt. Jo,
Hier hing der Verlust wieder am Silberfaden. Aber das kümmert uns nicht. Es war ein Easy Two-Star. Also von daher. Hier hat der Bus wieder saubere Sachen gelassen, wenn man bedenkt, dass er bei der 1 geschafft hatte. Da. Jo. Aber gut, er hatte hier halt die Hoggies genommen und er hat einen Fehler gemacht. Die meisten Hog-User, nicht Hog-User, ist was anderes, Hog-User nehmen. Nämlich hat er mit allen Hogs von derselben Seite angegriffen. Und man nutzt die Hogs normalerweise für die breite Front und nicht für den Entenmarsch. Und das war der Fehler, den er hier wirklich gemacht hat. Leider. Na gut, ihr könnt euch ausmalen, wie der Angriff weitergeht. Deshalb enden wir hier, weil ich immer noch in Zeitproblem bin. So, hier ist Nummer 7. Wiederholung. Oh, ja genau, den habe ich noch gemacht. So. Jo. Ich glaube, ihr könnt euch ausmalen, wie der geändert hat, oder? Ja, schade, dass es keine 8-fache Geschwindigkeit gibt, weil ansonsten würde ich die nehmen. Hier hatte ich aber auch ein kleines Handicap, falls das hier irgendwie meine Ehre wiederherstellt, dass ich hier so einen Schwachen angegriffen habe. Nämlich habe ich nur diesen einen Heilzauber verwendet. Ne, ich habe keinen Blutzauber verwendet, ich hatte kleine Kamenbrock dabei. Also ja, das hier ist so einer, da wird der Gabriel, glaube ich, so sagen, den hätte ich mit meinem King bekommen. Ist übrigens ein Zitat. So. Habe ich den König noch gerade gezündet, damit er nicht so lange wieder heilen muss. War eigentlich auch unnötig, das wären 3 Minuten gewesen, er hätte müsste so jede Tür gemacht. Die wurde von der Nummer 7 ja halt restart von dem Felix. So, was hat der Felix nochmal hier geleistet im Clankrieg? Irgendwas hat er. Ach ja, genau! Das muss ich auch euch auch noch sagen. Also, der Felix, der hat es geschafft, sich gegen die gegnerische Nummer 3, also gegen meine Nummer, erfolgreich zu verteidigen. Er hat die Nummer 3 hat bei ihm keinen Stern bekommen. Also da hat sich die Nummer 3 wirklich einen Zahn dran ausgebissen. Und dann wurde er noch mal von der Nummer 8 angegriffen, hier von dem, den er getrestart hat. Der hat selbstverständlich auch keinen Schein bekommen. Aber ich werde das einfach so. Der Felix, der hat sich erfolgreich gegen die gegnerische Nummer 3 verteidigt. So, so viel Zeit muss sein, das werde ich euch nachher auch noch zeigen. So, hier, die Nummer 8 wurde von der Nummer 8 getrestart. Nee, doch nicht, hab Scheiße erzählt. Aber egal, das war ein Easy Treestar. Und die waren beim selben Rathaus und hatten auch ungefähr dasselbe Level, also von daher. Wie auch vom Julian zu erwarten. Also der Julian, der ist hier sowieso unser strategisch wertvollster Kriegsheld. Also was der da leistet bei seinen eigenen Nummern. Also der kriegt bei seiner eigenen Nummer immer Treestar. Wirklich immer. Der ist ein richtiger Anti-Treestar-Spezialist. Damit hat er, denke ich, hier uns allen anderen Membern, egal welches Rathaus, egal welche Nummer, wirklich eine Nase vorn. Der Julian ist der Kriegsheld überhaupt. So wie in diesem Krieg irgendwie jeder. Ja, hier kam noch der Mania-Angriff auf die Nummer 10. Da hat sich ja Julian nochmal am Ende beschwert, aber ja. Ich hatte ehrlich gesagt Angst gehabt, dass der Julian nicht mehr umkommt, dass er schon im Bett liegt oder sowas. Habt aber ganz vergessen, dass wir Ferien haben. Und, jo, da, sorry Julian an dich, falls das jetzt siehst. Der Julian guckt, glaube ich, meine Videos auch. Ich weiß noch nicht, ob er sehr aktiv guckt. Aber ja, da habe ich etwas schlecht taktizioniert, wie ich schon gestern gesagt habe. So, na gut, das war es jedenfalls zu diesem Angriff. Und jetzt noch, ja, das war's. Dann zeige ich euch jetzt noch gerade die Verteidigung von dem Felix. Er ist immer noch nicht getrestart. Hier, bester Angriff von Nummer 3 Pomak. Ja gut, es war halt ein Barge-Angriff. Mit Barge kann man bei TH7, bei einer Klangkriegsbase, mit einem Drachen der Klangburg nicht sehr viel ausrichten. Aber trotzdem, so eine Nummer 3, da hätte man schon etwas mehr erwarten können. Ist aber auch krass, wie sehr manche Leute unterschätzen. Ja gut, aber er hat auch hier den Fehler gemacht. Er hat einen Stoßdruck gemacht, einen Entenmarsch. Mit Barsch greift man normalerweise, wenn man überhaupt angreift, in breiter Linie an. Und man tut auch sofort, wenn man in der Base drin ist, tut man sich erstmal an der Stelle, wo halt hier die Massenvernichtungswaffen ist, und einen Heilzauber setzen. Aber da muss man wirklich sagen, es war nicht das Glück vom Felix. Ja gut, trotzdem, dass der Felix das überhaupt ausgehalten hatte, ohne überhaupt einen Stern zu kassieren. Es war einfach nur die Dummheit des anderen, von der Nummer 3. Aber gut, trotzdem, der hatte... Das ist auch mehr ruhig im Verteidigen. Also Respekt, Felix. Das hast du gut gemacht. So. Na gut, hier seht ihr nochmal gerade die Nachrichten, die ich hier gestern geschickt habe. Ja, das hier mal kurz ignorieren geschickt. So. Ansonsten werde ich nachher noch vom Krähenführer in die Sammellager geschickt. So. Ja. Und das wär's dann auch. Boah, ist das schön, einfach nur 3 Accounts zu haben. Dann kann ich so viele Nachrichten pro Tag schicken. Na gut, bis dann, Leute. Und ich würde mal sagen, bis ciao.